Am Wanderparkplatz an der Linde in Herscheid hat man eine tolle Aussicht auf das Ebbegebirge. Der Ebbekamm mit seinen Funktürmen strahlt in der mittäglichen Augustsonne und lädt zum Spazieren ein. Für eine besondere Einsicht in die Natur braucht der Wanderer aber nicht weit zu laufen. Direkt am Wanderparkplatz hat der Imkerverein Herscheid einen Bienenlehrpfad angelegt. Auf etwa 200 Metern bieten sich dem Besucher Informationen über Honigbienen, Wildbienen und natürlich über Honig. Verschiedene Gehölze und reichhaltige Wiesenblumen zeigen, welches Nahrungsangebot Bienen benötigen. Der Imker nennt das Nahrungsangebot Bienenweide, die sich aus verschiedenen Trachtpflanzen zusammensetzt. Der Lehrpfad ist auch das Zuhause von zwei Bienenvölkern, die hier das ganze Jahr über verbringen und sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen lassen. Wenn der Imker von Beute spricht, meint er damit die Behausung seiner Bienen. Der markante Baumstamm mit dem breiten Hut ist eine sogenannte Klotzbeute. In der Klotzbeute leben die Bienen nahezu naturbelassen, kommt sie einer natürlichen Baumhöhle doch am nächsten. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit die sogenannte Magazinbeute. Diese Bauform erlaubt dem Imker maximale Flexibilität und eine Honigentnahme ohne Schädigung des Bienenvolkes. Bienen sind wichtige und unverzichtbare Helfer der Natur. Mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand kann jeder selbst den Erhalt und den Lebensraum der Biene unterstützen. Zum Beispiel mit einem geeigneten Nistplatz. Einige Exemplare werden am Bienenlehrpfad gezeigt. Eine einfache Dose mit Schilfrohr oder angebohrte Baumstämme sind einfach und günstig herzustellen. Für die Bastelfaulen gibt es auch fertige Bienenhotels zu kaufen. Auf der Website imker-herscheid.de stellt der Imkerverein weitergehende Informationen über den Verein, das Imkern und über den Bienenlehrpfad zur Verfügung.